Auf der Heuneburg wurden auch Scherben von zahlreichen Transportamphoren für Wein gefunden, die auf eine Verbindung zur griechischen Kultur hindeuten. Ihrer Form und Machart nach zu urteilen, stammen diese aus Massalia. Anhand der Fundorte solcher Amphoren erahnt man den Handelsweg des Weines. Aus der Region des heutigen Marseille, die Rhône aufwärts, weiter entlang des Flusses Saône bis zur oberen Donau. Die eindrucksvolle Lehmziegelmauer der Heuneburg hatte rund 50 Jahre Bestand, ehe sie durch einen Großbrand zerstört wurde. Danach bauten die Kelten wieder in ihrer gewohnten Holz-Erde-Bauweise. Waren die Lehmziegel ungeeignet für das Klima Mitteleuropas? Oder war ihre Herstellung auf Dauer zu aufwendig? Auf der Heuneburg ist erst ein Drittel der Fläche archäologisch ergraben. Wer weiß, welche Überraschungen die Erde hier noch birgt. Dokumentierten die Befunde systematisch. Zusammen mit Biologen untersuchten sie Überreste von Pflanzen und Tieren, um die damalige Nahrungsgrundlage zu erschließen. Erforscht wurde auch die Veränderung des Uferverlaufs im Wandel der Jahrtausende. Aufgrund der daraus gewonnenen Erkenntnisse behauptete man nun, dass die vorgeschichtlichen Pfahlbauten generell nicht auf gemeinsamen Plattformen frei im Wasser, sondern am Ufer standen. Dies führte zu einem heftigen Streit mit den Schweizer Wissenschaftlern, die ihre nationale Geschichtsschreibung angegriffen sahen. Mitte des 20. Jahrhunderts ging man sogar davon aus, dass die Siedlungen ausschließlich ebenerdig auf dem Land errichtet waren. Heute ist man allerdings der Ansicht, dass es sowohl Siedlungen im Wasser als auch am Ufer gegeben hat.